Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Avonacho-Brücke, sehr nett. Hilft bestimmt aus der ein oder anderen Zwangsmisslage. Hunde sind eigentlich kein Problem. Das einzige Problem ist, dass die so Häufchenbildung machen. Und das ist vielleicht ein bisschen uncool. Ja, das kann mal ein bisschen. Dann, falls noch die Hunde nach Hut kommt, die auch noch einen Besuch hier abstatten wollen, dass die hier nicht schon frei bahn. Das Einzige, was glaube ich noch zu empfehlen wäre, wenn man sich so eine Brücke baut, ja, dass man genügend Platz nach unten hat. Dass die hier nicht so schnell mit Häufchen bauen, nach oben kommen. Dementsprechend einem dann ans Leder wollen. Soweit so gut, hat gut funktioniert. Wir haben einen Tag haben wir verloren. Da hätte ich vielleicht am Vormittag hier, Tag 24 Vormittag, noch ein bisschen rausgehen sollen, da oben noch das letzte Haus looten. Denn Tag 28 kommt ja schon wieder die nächste Horde. Bis dahin sollten wir unsere alte Base ein bisschen verschärft haben. Wobei das sollte an und für sich ein Tag, ein reiner Bautag ausreichen. Weil wir brauchen noch ein bisschen Holz dann. Wir haben hier schon ein paar Woodlock-Spikes hinten drinnen. Genau. Wir wollten noch einen Spider-Ring außenrum bauen, noch ein bisschen Woodlock-Spikes, die aufwerten. Ich habe gerade gedacht, da kommt die zweite Hundemeute, aber anscheinend sind die heute alle gleichzeitig gekommen. Beziehungsweise haben sich letztes Mal sehr zerstreut. Von dem her, ich weiß jetzt nicht. Hundehorde, war die jetzt? Ist die rum? Ist die vorbei? Weil ich hätte hier oben noch was zu erledigen. Drei Häuschen haben wir noch. Um 18 Uhr hau mich tot. Ich glaube, wir gehen dahin. Ah, müssen wir mal was riskieren hier. Und wenn die Hunde kommen, dann laufe ich halt wieder weg und zur Avonacho Bridge zurück. Sollte dann ja kein Problem sein, da wieder raufzukommen. Wobei ich denke, Hundehorde, wenn die komplett abgeklungen ist, sollte die Horde ja vorbei sein. Da kommt ja nicht noch eine Hundehorde. Oder doch? Oder nein? Oder ja, oder doch? Aber ja, aber nein, aber ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil es ab und zu einfach Sachen. Da müsste man jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Ingame-Tage verstrichen haben. Dass man irgendwann quasi sagen kann, ja, der Trend ist mehr kleine Hundehorden pro einen Tag. Oder eben, nee, eine und dann ist vorbei. Aber so schlecht zu sagen. Ich nehme mal wieder einen guten Fenstereingang. Erledigen uns hier von unserem Stalker. Dann können wir hier noch ein bisschen Sachen machen. Die Hintertür noch in Akt. Ja, so reparieren wollte ich die gar nicht, aber ja. Wegen mir soll es nicht so sein. Die wird sowieso hier gleich an die Tür klopfen.
Komm rein, Frau. Na, klaro, da schießen wir erstmal locker flockig vorbei. Oh, Türe zu, Affe tot. Türe zu, Zombie tot. Okay, hat mir auch der immer noch mal geschrieben, ich soll doch auch die Fernseher natürlich kaputt machen. Habe ich bis jetzt immer so ein bisschen übersehen. Muss ich mal ein bisschen drauf achten, weil das natürlich. Nee. Ach komm, hey. Spiel, du bist bösartig. Gelber Magnum Frame, das ist natürlich nice. Muss ich aber kurz mal ein bisschen was scrappen. Oder diesen blöden Stuhl loswerden. Hier sind wir dann mal fertig. Können wir gleich noch mehr andere Stühle aufsammeln. Hier ist jetzt natürlich wild da draußen. Hier haben wir nichts drinnen, da ist schon leer. Da werden wir es uns gleich mal bequem machen. So, packen wir mal den hier rein. Und noch einen dazu. Ja, Brass bekommt man relativ schnell hier. Das ist sogar ein direktes Brasshaus. Couchteile haben wir gar nichts mehr. Nö, dann können wir direkt nach oben weiter. Bullets. Sehr geil. Eine Pistole. Die werden wir gleich mal zumindest schon mal die Ammo rausholen. Shotgun Receiver grün. Das hört sich schon wieder an, als wie wenn die auf dem Dach wären. Eieieiei. Oh, was zu futtern. Das ist sehr nice. Hat mir jemand sein Abendessen da lassen? Bottled Water, nehmen auch gerne an. So, und dann werden wir hier ein bisschen scrappen. Schauen wir mal doch erst in die Pistole rein, dass wir hier die Munition gleich kriegen. Und wir sehen, alles Schrott. Mal noch hier ein bisschen mit rein. Wir brauchen sowieso Scrap Iron, das ist, glaube ich, das am meist benötigte. Und Ermann nochmal für dich, wenn man diese hier wegnimmt. Hab letztens mal gehabt, hier Lüftungsschächte im Dach und hier das Dach runter. Den essen wir, dann haben wir wieder Platz. Da war nur eine alte Hose drin. So, jetzt Angst hat, das habe ich früher immer gemacht, hier ein Loch in die Decke hauen. Sogar vor dem gerade Angst. Deswegen werde ich mich auch da gerade ein bisschen hüten. Also das hier vorne, das kann man schon wegknüppeln, aber das, was ganz an der Wand ist. Falls das hier jetzt einbricht, Ermon ist schuld, Ermon war's. Feucht sich da ein ab. Ja, soll sie ruhig. So, dann haben wir an Tag 25 haben wir noch zwei Häuser zu looten. Und dann können wir auch schon wieder nach Hause, weil dann haben wir diese Stadt durch. Genau, ich wollte nur noch kurz in die Garage rennen und diese Reifen mitnehmen. Das wäre noch ganz interessant. Diese Avonacho-Brücke, die wäre halt sehr interessant, weil man die meinetwegen so hoch bauen kann. Dass man da wirklich dann ganz oben hier oder relativ weit vom Boden weg ist.
Ist interessant. Das wäre mal zu überlegen. Können wir was Nettes craften? Was können wir eigentlich mit dem Ducktape alles craften? Nichts. Mit dem Glue. Kann ich Ducktape machen? Ja, super. Naja, wir können halt hier vom Minibike können wir noch gar nichts. Da hier. Oder Bike, wenn ich eingebe. Es ist noch nichts da. Wir haben leider noch kein Buch dafür gefunden. Sehr schade. Ich weiß auch nicht, ob man dann erst die Teile dafür findet, wenn man das Buch gefunden hat. Hier kann man sich ganz safe selber bauen. Okay. Weapons. Ja, das haben wir bis jetzt auch relativ wenig. Hunting Knife, ja, aber das brauche ich nicht. Das finde ich hier. Der Spike Club, das ist das Ding der Dinge in Nahkampf, wenn man sich denn in Nahkampf begeben will. Ich sagte immer, muss nicht sein. Aber viele sagen da, hey klar, ich spare mir Munition. Das zum Beispiel ja, vielleicht für höhere Schwierigkeitsgrade. Ich spare mir Munition. Ich knüppel mit der Keule runter. Was noch interessant wäre mal für die Iron Bars, wenn es da wie einen Speer gibt, mit dem man zwischendurch stechen kann. Hätten wir auch was, wo man nicht von innen rausfeuern muss und was halt auch so nächste Reichweite vielleicht ganz interessant wäre. Komm, lasst mir doch meinen Frieden hier. Ist hier ein Kreuz. Ja, dann kann ich mal runter gucken, was da so los ist. Aber ich kann nicht mal das Wood Debris aufsammeln. Leider, leider, da könnte ich noch ein bisschen Wood Planks draus machen. Ah. Ich kann mal das Scrap Lead hier renten. Und 100 Pro fliegt jetzt dann die ganze Bude an sich zusammen. Da ist er. Ruhe jetzt. Schlafenszeit. Also kann man sich noch ein paar Bretter beschaffen hier. Ist vielleicht nicht ganz effektiv, aber naja, was ist schon effektiv? Mal wenigstens am nächsten Tag hier gleich raus. Mip, mip. Und wieder hier rein. Mal nicht unser Scrap Lead vergessen. Brass kriegen wir ziemlich viel, wenn wir es nicht immer verdödeln und das aus unserem Inventar raushüpft. Ansonsten, uns geht's hervorragend. Uns geht's wirklich gut. Hier machen wir noch ein bisschen Wood Debris, Holz. Ich hätte auch mal gern Lust zu, aber das mache ich erst, wenn ich eine gute Axt habe oder so. Dass ich mal so ein Haus einstürzen lasse. Ein Haus schön einstürzen lassen. Uah, pfui, Deibel. Pfui, Deibel aber auch. So ein Haus einstürzen lassen und da kann man ja auch gut Holz draus gewinnen. Es dauert zwar ein bisschen länger mit dem Debris, glaube ich, so, aber. Und mir scheint auch so, dass wir an und für sich jetzt eigentlich relativ gut dabei sind mit Eisen. Aber wir haben wieder keine Stickies. Splinte, da können wir bald einen Tausendfüßler damit behandeln. Ja, Tag 25. 3 Tage. 3 Tage bis zur nächsten Horde und die letzte Horde fand ich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Wenn die direkt vor einem an der Wand alle da drauf zimmern und man hat halt fast keine Munition. Das ist das Schlimmste, man hat keine Munition. Jetzt, wir haben immer noch bloß so schlecht, also wir müssen bald irgendwann, bitte, 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 eine Höhle finden, wo wir ein bisschen Potassium und Kohle rausprügeln können.
Das fand ich in der Alpha 11 um einiges einfacher. Hier, zack, Höhle rein, prügeln wir ein bisschen Zeug raus. Wenn man da unten ist, ist man auch safe, kann man auch schön in der Nacht arbeiten. Hier bis jetzt absolutely nothing. Wenn ich hier mal gucken, aber das ist keine Höhle. Könnte ich gucken, wenn ich dann heimschaue, dass ich hier mal schnell vorbei und dann weitergeht. Und mir hat auch, glaube ich, noch keiner auf die Frage geantwortet, ob er in der Alpha 12 schon eine Höhle gefunden hat, weil ich noch nicht. Also weder im Solo-Let's Play noch im Stream, wenn ich mit dem Ermon und dem Omme und hier so zusammengespielt habe. Dann Lars, da haben wir auch keine Höhle gefunden bis jetzt. Finde ich persönlich ein bisschen suspekt. Aber ich weiß nicht, woran es liegt oder ob ich mir das auch bloß wieder mal einbilde. Da bin ich ja meisterhaft drin im Sachen einbilden. Ist das so schlau? Weiß es nicht. Theoretisch ist es ja egal. Aber hier 16 Bretter. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Würde ich da hinten auch mal hier ein bisschen sowas rausprügeln. Genau, am besten den Block, wo man draufsteht. Das ist immer sehr nice. Da dürfte es eigentlich nichts machen. Hoffe ich. Nicht, dass mir jetzt dann gleich das Haus auf den Kopf fällt. Denn es stützt ja nichts. Es stützt nichts, das wird hier alles längs nachgestützt oder stützwendig. Ah, ich lasse es vielleicht doch mal besser. Ah, hier kriegen wir noch ein paar Wood. Das ist nett. Das ist nett. Bald ist auch wieder Tag und dann können wir hier diesen trostlosen Ort irgendwann mal hinter uns lassen. Ist es halt, dass wir das Inventar schon wieder rammelvoll ist und ich dann vielleicht nochmal in den nächsten zwei Häusern ein bisschen aussortieren muss. Dass ich ein bisschen wieder Platz reinkrieg. Also Glas, Stuhl, das kann eigentlich fliegen. Kleber eigentlich auch und Duct Tape. Da habe ich so viel zu Hause, glaube ich. Die Bullets, ja, im Notfall schon. Der Kolben von der Shotgun kann man eigentlich auch wegwerfen, weil wir haben hier eine. Und eigentlich spiele ich ja schon hier auf Zeit, also auf lange. Wobei man muss halt auch immer denken, wenn jetzt dann irgendwann die Alpha 13 vielleicht kommt, dann ist alles, was man gespielt hat, hier halt wieder passé. Ist es weg und wir werden niemals Tag 100 erleben hier. Ich sag niemals nie. Nee, wir werden das echt nicht erleben. Und von dem her ist es vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben, wenn wir hier sagen, ja, ich brauche noch eine zweite und dritte Ersatzwaffe. So in der Richtung. Bei uns heißt es gerade eher jetzt oder also wir leben fürs Jetzt. Ist gerade nicht so wirklich auf sehr lange Sicht gerechnet das Ganze. Bam, 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 wir haben Tag, wir gehen wieder shoppen. Immer das daheim, das passt. Oh, hätte ich schon wieder vorhin vergessen. Aber ist sowieso nichts drin. Gucken wir nochmal, da haben wir noch eine Brasslampe. Echt zum Nachbarn rein. Wo wir natürlich nichts aufsammeln können. Ich hau jetzt hier ein paar. Ich will die Woodframes nicht wegtun. Ich will eigentlich schon wieder gar nicht. Die Blumen fliegen. Wer braucht schon Blumen? Ah, das kann man. Das kann man nicht mal scrappen. Einzelnes Iron Fragment auch nicht. Da brauchen wir noch ein zweites.
Nehmen wir wieder ein paar Hocker mit und bisschen Lead. So, damit wären wir durch. Wir könnten zwar hier noch. Das finde ich fast ein bisschen übertrieben, wenn man hier sämtliche. Sämtliche Klos und sowas abreißt. Ich finde es gerade extrem. Ach komm, der Kleber bleibt jetzt hier. Aus der Pipe, da können wir eher noch ein paar von den Dingen machen hier. Blutpack, wir trinken es einfach. Lego. Zink, das machen wir wie vorhin einfach. Hier rein, dann haben wir noch einen Platz. So, zweites rein, gib ihm. Einmal ab in den Keller, schauen wir mal in Tresors. Aha, da wird ja sowieso einer drin sein. Oh, und wir haben ein bisschen Ausrüstung gefunden. Die Pistol, ja, die wird wohl schlecht sein. Absolut schlecht, bringt uns aber noch ein bisschen Zeug zum Scrappen, sehr geil. Es wird besser, es wird besser. So langsam finden wir auch gut Waffen und so. Jetzt wäre halt, wie gesagt, irgendwann ein Minibike, dass wir auch in entferntere Orte können. Zum Looten. Das finde ich noch sehr geil. So, schauen wir erstmal wieder die Leiche an. Ja, der Hausaufbau, der ist halt relativ gleich. Aber ich finde trotzdem den Aufbau von 7 Days, das hat einfach was. So, hier so schön die Dörfer, die irgendwo random in den Biomen gesetzt sind. Inzwischen schön im Biomübergang. Wobei mir ab und zu gehen mir die Flüsse sogar ein bisschen ab. Das finde ich ein bisschen schade. Hier haben wir schlechten Stuff. Wollen wir hier wieder ein bisschen scrappen. Und wir kriegen, glaube ich, Besuch. Ach, hier irgendwo draußen an der Wand. Gibt es einen ersten Stock noch? Ja, natürlich gibt es einen ersten Stock. Auch immer einen ersten Stock. Es war vielleicht etwas laut hier mit dem Pickel in einen Tresor einzubügeln. Und wir haben schon wieder einen Beaker. Wieder einen Beaker. Jetzt, was lasse ich hier? Was lasse ich hier? Die drei Biers? Nee, den Frame. Okay. Da ist die eine Munition hier. Zwar eigentlich haben wir genügend Beaker. Aber die eine Munition, die macht den Bock nicht fett. Hier war der Beaker wie der heilige Gral bei mir. Also das war wirklich, ich war immer auf der Suche nach Beaker und ich habe nie einen gefunden. Okay, können wir leider nicht scrappen, weil man nicht aufsammeln kann. Ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt machen wir noch schnell das letzte Haus und dann hätten wir die Folge auch schon wieder geschafft. Bullet Casing, kann ich das scrappen? Leider nein, es sind zu wenig. Scheiße. So, guck mal hier überall noch, ob wir was Sinnvolles finden. Sowas ist zum Beispiel immer sinnvoll. So, damit hätten wir jetzt auch schon unsere Gläser ist wieder voll. Ja, und
Und hier könnte ich eigentlich, muss ich halt wieder ein bisschen Stuff hier reintun. Elbes, das hat 320, das hat 210, ja, gar keine Frage. Packen wir mal kurz ein bisschen Stuff hier rein, essen was lecker. Das kann man gleich scrappen, zusammen mit dem hier. Ich weiß jetzt nur nicht, ob unser Kumpel da draußen, ob der uns besuchen will. Ich hoffe, ich habe das Richtige gescrappt, ja. Genau, aber ich wollte eigentlich hier noch was reintun. Und kurz die zwei... Oh, es sind sogar drei. Ich glaube, das war die ehemalige Besitzerin, die da draußen schreit. Die sich gerade hier ein bisschen über uns aufregt, da wir natürlich hier ihre Küche kaputt machen. War alles gut. Kann man unser Zeug hier wieder mitnehmen. Ab in der Keller. Aber es scheint nicht so viel herin zu sein. Ist nur so ein kleines Hobbybüro. Schon wieder ein Mininghelm. Also, ja, das ist inzwischen auch ein bisschen lächerlich. Noch ein bisschen Scrap Lead. Nee, Gläser brauche ich jetzt nicht noch mehr. Heilbandtasche, nein, danke, danke, danke. Pistol Barrel lila, aber sowas von. Den werden wir auch gleich einbauen. Barrel in lila. I like homio. Oh, da haben wir schon eine blaue Pistole. Geil, geil, geil. Hier noch mehr Bullets. Ja klar, Shotgun Barrel. Die können wir craften zusammen mit dem Prügel hier. Immer wieder das mit, das mit. Gläser lasse ich, glaube mal da. Gläser lasse ich da. Da finden wir später. Oder wir haben ja Sand. Wir haben ja Sand und eine Mold. Von dem her... völlig überbewertet. Altes Buch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Nice, nice, nice. Nehmen wir das Scrap mal. Wir haben Tag 25. Hunde heute überlegt, dank Avonacho Bridge. Sehr cool, ist zu empfehlen, wenn man mal, schnell ein bisschen Sicherheit braucht. Wenn man es so sagen kann. Oh, die Strips lassen sich auch höher stacken. Genau, wenn man mal Sicherheit braucht, hier schnelle Sicherheit mit ein paar Frames. Avonacho Bridge bauen. Kann man sich schön verstecken, beziehungsweise von oben die Gegner behaken. Auf jeden Fall ein bisschen, ich rede schon wieder leicht über, auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Nicht nur empfehlen. War eine gute Idee und kann man so weitergeben. Gut, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Schreibt mal was zu den Sachen, wo ich gefragt habe. Bitte gerne in die Kommentare. Der Ermon schreibt mit Sicherheit was Nettes dazu. Wir schauen noch kurz in die Shuffleback hier rein. Oder nein, wir schauen nächste Folge in die Shuffleback. Huhaha. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao.